Ciao, Ragazzi, was geht? Wir machen jetzt eine Reaction auf. Streamer lässt Spieler bannen. Servus mal hier zu einem neuen Video und auf Reddit ist die Scheiße am Dampfen. Warte, das müssen wir nochmal. Er hat Scheiße gesagt, das, warte. Moin und Servus mal hier zu einem neuen Video und auf Reddit ist die Scheiße am Dampfen. So, besser. Ein Streamer lässt einen Spieler einfach so bannen, weil er getötet wurde. Schauen wir es uns gemeinsam an. Strong. Super Intro schon mal. Hat viele Bilder benutzt. Auf Reddit geht gerade die Geschichte des Reddit-Users William21South ziemlich steil. Und er sagt nämlich, er hätte den Streamer Rengar getötet und der hätte ihn daraufhin dann bannen lassen. Rengar kennt jeder? Sagt euch das was? Also kenne ich auch durch Twitter. Ziemlich großer Content-Creator für Tarkov. Rengar. Don't kill streamers if you want to keep your account. Okay. Wie die Sache gelaufen ist, das zeigt euch hier dieser Clip. Der ist nämlich aus Rengars Stream. Not Optimus Raid. Not Optimus Raid. Not Optimus Raid. What? Not Optimus Raid. Rock'n'Roller, danke für dein Prime im 6. Monat. Ne, wir sind hier mitten in der Aufnahme, hast du mich wieder gestört. Ne, jetzt setz dich einfach, bitte einfach in die hintere Reihe und warte, bis wir hier mit dem Unterricht zu Ende sind. Aber danke für den Support, viel Spaß mit den PC-Mods. So. Sorry, Mann, ich kann nicht anders. danke dir, Digi. Okay, er kriegt auf jeden Fall Schüsse ab hier. Not Optimus Raid. I'm living in Nikita's vision. Big arm. Let him cook. Let him down. Knallt die Stims rein. Der scheint nicht alleine zu sein auf jeden Fall. Delaying the PK is kind of devious, I can't even lie. I think I can put my whole body back on before this guy even gets to me. Oh, he's just cheating. Care von links. Okay. Hat man jetzt aus seiner Position nicht gesehen. Jeppers. Ja, gleich mal reported. Vorweg. Hättet ihr gesagt, hier wurde gecheatet, würdet ihr sagen, das war ein ganz klarer Fall von Cheaten und ihr seid doch 100%ig sicher, dass ihr umgecheatet wurde? So sicher, dass ihr jemanden 140-Euro-Account wegnehmen würdet? Chat? Perfekt, Pause gemacht. Was würdet ihr sagen? Also, keine Ahnung. Man hat jetzt, glaube ich, keinen gesehen. Auf einmal kamen da die Schüsse. Gut, könnte HD-Sinki gewesen sein. Tarkov minus jeder zweite Gegner, literally. Kein Cheat. Also wenn sich vielleicht die Leute melden, die das Video noch nicht gesehen haben oder was auch immer. So viele komische Situationen sind keine Cheater. Hätte ich niemals reported. Er wurde schon vom gleichen Spieler zerschossen. Höchstwahrscheinlich, denke ich mal, ja. Er ist einfach da geblieben. Hab's nicht gesehen, lass laufen. Klassischer 4-Minuten-Desync. War halt Woods. Ja gut, der ist auf jeden Fall näher gekommen, ne? Hätte ich auch gemeldet, okay. Shit happens. Ist einfacher, Cheater zu rufen, als einzusehen, dass er gut gespielt hat. Wenn man so dumm da stehen bleibt. Wenn ich mir überlege, wie ich teilweise Gegner töte, passieren halt komische Sachen. Ja, das auf jeden Fall, klar. Wenn man selber manche Situationen kennt, wird es angeschossen, machst auf einmal den Flick, Gegner tot. Wer weiß, da wird es wahrscheinlich auch für reported, ne? Achso, du hättest ihn nicht gemeldet. Okay. Das nicht ist nicht so unerheblich hier gerade in der Frage. Wenn man den Streamer kennt, weiß man, er ruft sehr schnell Cheater, wenn er mal stirbt. Ach, ist das so? Keine Ahnung. Reporten ist okay. Ja, ich finde, reporten an sich ist erstmal okay. Aber da scheint ja dann mehr passiert zu sein. So. Dann schauen wir mal weiter. Also, ich weiß nicht, ob ich es jetzt direkt in der Situation reported hätte, da der Kontakt vorher schon nicht zum Tod geführt hat. Wisst ihr, was ich meine? Weil sonst, also, müsste der ziemlich dumm cheaten, wenn der
mein Kopf nicht trifft. So, versteht ihr, was ich meine? Also da ist vielleicht ein bisschen im ersten Moment vielleicht sass, aber so den ersten Kontakt hat er ja überlebt. Also ich glaube, von meiner Seite aus hätte ich es, glaube ich, nicht reported. Das ist eben genau die Sache. Es ist wahrscheinlich, war Rengar an diesem Tag einfach schlecht drauf oder ich weiß es nicht. Ich will ihn weder verteidigen, noch will ich ihm irgendwie in die Scheiße reiten. Aber als jemand mit so vielen Stunden wie Rengar oder andere Streamer eben, sollten wir einfach ein bisschen mehr drüber nachdenken, wie das in Tarkov so läuft. Wir haben so viel Desync, wir haben so viel Soundbugs etc. pp. Es gibt sogar Sachen, wo Spielermodels auf einmal unsichtbar werden oder sowas, und es hat auch alles nichts tatsächlich mit Cheaten zu tun, sondern es ist einfach das Problem, was Tarkov an sich selber hat, wovon Leute vielleicht noch nicht mal was mitbekommen, dass sie keine Footsteps mehr machen oder dass sie auf einmal unsichtbar sind, weil ihr Model irgendwo an einem anderen Kante festhängt oder sowas. Das gab es alles schon und es wird es alles auch immer wieder geben. Bei solchen Clips, wenn die direkt weitergeleitet werden an BSG, hier mal ein kurzer Disclaimer, wir größeren Streamer haben einen direkten Kanal zu BSG, wo wir halt gewisse Bugs oder Vorfälle direkt an BSG weiterleiten können. True. Die Entwickler schauen sich die Sache dann an und handeln dementsprechend. Und das ist eben mit diesem Clip genau ebenfalls auch passiert. Und der User William21South wurde daraufhin 10 Minuten später gebannt. Aber der User, okay, alles klar. Der Reddit-Typ war quasi dieser Jeeper oder wie er da hieß, mit J irgendwas. 10 Minuten später wurde der gebannt? Boah, das ging aber sehr fix. Aus Tarkov. Aufgrund eines Cheat-Vorfalls angeblich. Und die ganze Sache stößt ihm sehr, sehr sauer auf und das ist auch vollkommen verständlich. Erstens mal hätte sich Rengar da einfach nur nochmal 2 Minuten Zeit genommen und sich nochmal den Clip angeschaut, hätte er wahrscheinlich selber auch eingesehen, dass es hier sich eher um Desync handelt, als dass er umgecheatet wurde. Und hier auch gleich mal vorweg, das hat Rengar mittlerweile auch. Allerdings halt 3 Tage zu spät. Der User ist gebannt. Was ist, wenn sein Reddit-Thread nicht viral gegangen wäre? Was? Hätte niemand von ihm mitbekommen und er wäre nicht wieder entbannt worden. Und hier auch gleich, ja, er wurde tatsächlich wieder entbannt mit Hilfe eines Emissärs und Rengar selbst. Die haben das wieder in die Wege geleitet, dass er eben wieder entbannt wird. Na gut, immerhin, ne? Ja, aber hätte er diesen Reddit-Thread eben nicht gehabt, dann wäre er heute immer noch gebannt. Und das finde ich halt super, super schade, denn allgemein fällt mir in der Tarkov-Community sehr stark auf, dass einfach viel zu schnell Cheats gecallt werden. Es gibt Leute, die haben so tausende Stunden, über 5000, 6000, 7000, 8000 Stunden und bei jedem halbwegs blöden Dev callen sie sofort Cheats und das wirft einfach ein super schlechtes Licht. Ja, aber hä? Ich werde nur von Cheatern geholt. Ich meine, jeder, wirklich jeder weiß, national und international, Skui, the eSport Legend Entertainment. Ne, da musst du halt einfach 10.000 Stunden mehr haben als ich oder halt einen Lucky Moment erwischen. Aber wenn du mich da einfach so wegholst, ne, dann ist das ganz klar Cheat. Also, wie viele Clips ich schon eingereicht habe. Bruder muss los, so. Bruder, was ist los? Ich glaube, ich habe wahrscheinlich so viele Cheater nicht mal reported, weil ich immer so denke, ja, ist halt Tarkov, ne? Auf Tarkov. Ich habe euch mal ein paar Beispiele rausgesucht. Anhand dieser schauen wir uns mal an und ihr bewertet für euch selber, ob ihr euch 100%ig sicher seid, dass dieser Gegner jetzt gecheatet habt. Also, wenn ihr einen Knopf hättet, ihr könnt ihn bannen lassen, würdet ihr ihn drücken? Oder würdet ihr sagen, im Zweifel für den Angeklagten, ich bin mir nicht 100%ig sicher. Und da schauen wir jetzt mal rein, denn ich habe da ein paar Clips vorbereitet. Auch hier nochmal kurzer Disclaimer. Ich möchte nicht meine Streamer-Kollegen hier in irgendeiner Weise angreifen, aber dieses Thema muss einfach mal gesagt werden. Denn das macht sich dann auf Twitter, Reddit oder sonst irgendwas super, super breit. Wir sind hier eine Art Vorbilder quasi. Und wenn wir die ganze Zeit Cheater callen, dann ist es auch ganz klar, dass jemand mit 20 Stunden im Spiel bei jedem Head Ice, den er bekommt, sofort einen Cheater callt. Und jetzt schauen wir uns die Clips an. Und das finde ich halt auch ein bisschen, ich mache gute Standbilder, ne? Das finde ich halt auch ein bisschen krass manchmal, gerade so kurz nach Wipe oder wenn halt Leute dann auch mal in den Chat kommen, ne? Da möchte ich jetzt auch keine Zuschauer angreifen oder Streamer-Kollegen. Aber das ist halt auch immer wild so, ja, ich werde nur weggecheatet. Ich werde nur
vierte Runde auf, keine Ahnung, auf Woods, ich werde hier nur weggecheatet. Also es ist so krass. Ne, das ist halt einfach so diese Erfahrung, die man selber nicht so hat. Oder vielleicht guckt man auch wenig Streams oder I don't know, oder Videos. Und man denkt halt einfach immer, tot muss ein Cheater sein, weil ich habe den Schuss nicht gehört oder ich stand schon hinter der Ecke oder so ein Kram. Aber man ist da, glaube ich, auch einfach ein bisschen gebrandmarkt aus der Vergangenheit von anderen Shootern eventuell und hat einfach dieses, wie soll ich sagen, dieses Fingerspitzengefühl noch nicht entwickelt, was geht in Tarkov, was geht nicht. Weil wenn du selber nicht in der Lage bist, irgendwie einen krassen Snipe-Kill auf 200 Meter zu machen oder einen harten Flick und du schaffst das selber nicht, dann musst du denken, wenn das jemand bei dir schafft, kann der nicht legit sein. So, wisst ihr, was ich meine? Und das ist halt immer so eine Geschichte, ne, boah, ich werde nur weggecheatet, so, wo ich mir denke, ey, ich spiele hier manchmal Wochen am Stück und da ist legit kein Cheat dabei, weil es gibt natürlich, ne, weißer Nickname oder komisch geschriebener Nickname. Gerade wenn man im Duo spielt, finde ich das immer sehr, sehr krass. Da guckt schon jemand auf dich aus einer Position, wo du denkst, hey, wie kann der wissen, dass ich jetzt hier bin oder sowas. Ich meine, wahrscheinlich wissen die wenigsten nicht mal, dass mit diesem Covered Movements, mit den Silenced Steps, was zum Beispiel letzten Wipe war, dass du diesen einen Step immer laut gemacht hast für den Gegner, du den selber aber nicht laut gehört hast. Solche Sachen, ja, mittlerweile ist das Gott sei Dank gefixt, denn Covered Movement Steps gibt's nicht mehr. Jetzt ist alles laut für jeden. Das ist dann ein Reverse-Fix, nennt man das, glaube ich, im Fachjargon. Wir gucken uns einfach mal, wir gucken uns mal die Clips an und bewerten einfach zusammen mit Bann oder nicht Bann. Okay? Okay. Die, ouais, le Pistol Case. Le Pistol Case aussi, t'as raison, Kirby. Steps. Der erste Clip ist... Oh, er schreit sofort Cheat. Guckt sich Maya die Clips nochmal an. Boah. Also das war für mich eher so eine Desinki-Geschichte. Also das würde ich jetzt nicht als Cheat abtun. Man hat ganz klar gesehen, der Gegner hatte Taschenlampe an. Also er war halt, ne, hier der Streamer war sofort geblendet. Und ich meine, ne, ein pfiffiger, wie soll ich sagen, pfiffiger Gegner, der hört dann wahrscheinlich schon, wenn du da zur Tür kommst. Ja, und wenn du da jemanden hast mit, weiß was ich, 10.000 Stunden und vielleicht hört der, okay, der geht ein bisschen langsamer, crouched oder so und ist schon mit dem Fadenkreuz einfach, ne, perfekt auf dem Kopf. Er muss ja nur abdrücken, so, und dann bist du halt einfach sofort dead. Und er hatte keinen Kopfschutz, ne? Er hatte Night Vision, das Blaue, da hast du keine Armor auf dem Kopf. Ich meine, als Dings, als Beispiel Valorant, da geht's in Valorant, die besten ist alles nur das magische Wort Crosshair Placement. Und Tarkov ist immer noch ein Shooter. Und ne, du weißt es halt dann einfach, wenn du Erfahrung hast. Ich hoffe, er geht nochmal in den Clip rein. Also ich würde dann niemals Cheater callen, glaube ich nicht. Vom Streamer Morlov. Der geht hier in 114 im Zweierdorms rein und will den Safe looten, bis er dann Steps von hinter sich hört. Geht er raus und ja, stirbt durch einen Thoraxschuss, beziehungsweise durch mehrere Thoraxschüsse und ist sich sofort hundertprozentig sicher Cheater. Und so einen Clip zum Beispiel könnte er jetzt einfach an BSG schicken und ja, der Spieler wäre dann gebannt daraufhin, wenn sich BSG nicht allzu viel Mühe geben würde, diese ganze Sache dann zu checken und zu schauen, ob er denn wirklich gecheatet hat. Ganz ehrlich, ich... Also das ist aber dann auch ein Problem so ein bisschen vom BSG, ne? Also, dass sie dann einfach nur so, ja, okay, wir bannen den jetzt weg. Ne, dass man da nicht irgendwie... Ich meine, ich weiß jetzt auch nicht, wie das da hinter den Kulissen mit Battle-Eye und Tralala aussieht. Oder welcher Mitarbeiter da sitzt, dass der dann einfach sagt, yo, wir machen das hier, wir einfach Stecker ziehen. Keine Ahnung, finde ich nicht so smart irgendwie. Also ich kann aus diesem Clip nicht feststellen, ob derjenige gecheatet hat oder nicht. Er wurde doch ganz normal über den Haufen geschossen.
kein wildes Head-Eyes durch drei Wände durch oder sonst irgendwas, sondern er macht Steps, weil Audio ist kaputt, der Gegner weiß, wo er ist, wir haben 0.13, Audio war noch nie so kaputt wie heute, wird dann überall offen geschossen und er ist sich hundertprozentig sicher, dass er cheatet. Verstehe ich nicht, es ist mir ein Rätsel. Gehen wir zum nächsten Clip. Okay, stopp, ich möchte den Clip jetzt nochmal sehen, wir sind hier bei 6.33. Wo war der Clip? Digga, gib mir den Clip. Bro, wo ist denn der Clip? Alter. Also, ne, blaues Nachtvisier hat er auf hier. Nukula. So, und diese Sprinten. So, er ist an der Tür. So, dieser eine Step, so, und da weiß doch der Gegner, gut, die Tür ist auf, wo wird er wahrscheinlich rauskommen? Und wenn der Gegner jetzt im Fadenkreuz ist und perfektes Crosshair-Placement hat, so, da sehen wir ihn schon und das sieht aus, oder könnte im Scope sein, oder der auch gerade im Scope geht. Ist das eine Flashlight? Könnte eine Flashlight sein. Und er ist halt dead. Vielleicht Prise Desinki dazu und dann fühlt sich das halt fishy an oder nicht ganz flüssig. Aber also würde ich nicht erkennen. Gerade wenn man es jetzt nochmal analysiert. Nice. Never, ne. Nice Cheat. Hier haben wir den Streamer Ghost. Ghost ist auf Labs unterwegs, ein alter Labs Main quasi. Und er spawnt unten im Keller. Der erste Schuss war auf den Thorax, ja. Da war der Thorax rot. Aber geht immer hoch, die Waffe, ne? Also du kannst ja noch so gut modden. Meistens erster Shot und dann geht's ein bisschen hoch. Erfahrene Spieler wissen das. Und dann kommt sofort einer in seine Richtung gerannt und passiert das hier. Da hat die Bitch sick. Kurveni Chiderski. Chiderski, Ghost. Hat auch schon bei unseren Turnieren mitgespielt. Sehr, sehr krass PvP-Spieler. Eigentlich auch zigtausende Stunden an Erfahrung. Ich würde mir das ganz gerne nochmal langsam angucken. Was passiert das hier? Ich habe das ehrlich gesagt, das war jetzt aus der Perspektive. Wir machen das nochmal langsam. Er jumpt einmal dran vorbei. Da kommen die Shots schon raus. Ja, easy, wenn man es so macht. Ja, 0,25 ist auch immer wild, ne? Ja gut, er trifft ihn halt gar nicht. Und geht dann daraus, entweder, ich weiß nicht, ob er durch die Tür geschossen hat oder vorher, man hat, glaube ich, auch keinen HUD gesehen, ne? Ist halt auch, also keine Ahnung, ist mehr Desinki als alles andere so, ne? Aber die Situation, die kennt ja auch eigentlich jeder. So. Weiß ich nicht. Ich glaube, dann wäre er einfach auch schon vorher gestorben. So, das ist das. Ne, dann muss ja der Gegner nur draufhalten da durch die Tür. Hier ebenfalls. Er kriegt kein sofort wildes Head-Eyes durch dieses kleine Fenster in der Tür oder sonst irgendwas. Ich habe mir das im Stream von ihm nochmal angeschaut und er ist vorher sogar noch im Treppenhaus gestanden. Da hat er auch keinen wilden Head-Eyes von oben nach unten bekommen. Und das sind dann so diese Dinger, die so vorausgehen. Weil wenn es ein Cheater ist, dann ballert er dich sofort weg. Halt, ne, das ist halt ein bisschen, keine Ahnung, so, ist auch ehrlich gesagt nicht cool, wenn schon Streamer mit einer großen Reichweite und plus 5000 Stunden oder 5000 Stunden plus auf der Uhr haben in Tarkov und immer sofort Cheater schreien, dann ist ja klar, dass immer alle sagen, ja, Tarkov hat voll das Cheater-Problem. Natürlich gibt immer Cheater-Probleme. So hat jeder Multiplayer, jeder, gerade Shooter, sehr anfällig. Gerade Tarkov mit Loot und tralala. Aber das trägt ja nicht quasi zur allgemeinen Stimmung so mit dabei. Also zumindest nicht zur positiven. So. Keine Ahnung, deshalb, ich bin da echt eher so, bis ich dann Cheater call, ich muss mir echt schon ziemlich sicher sein. Beziehungsweise gerade finde ich im Duo. Solo ist nochmal eine andere Geschichte, weil wenn im Duo beide komisch geholt werden oder beide wirklich so zeitgleich, was auch möglich ist, aber ne, je nachdem, was für ein Name dann, wer dich gekillt hat, was für ein Level,
Ne, EOD-Version, nicht EOD-Version, besteht der Name nur aus Zahlen oder irgendeinem anderen Kack. Das sind halt so diese kleinen Anzeichen, ne? I don't know. Schwierig, schwierig, schwierig. Weiß ich nicht. Würde ich, könnte ich nicht callen, ob das jetzt ein Cheater war oder nicht. Und dann in dem Moment würde ich persönlich einfach die Fresse halten und sagen, ja, scheiße gelaufen, war vielleicht besser, war vielleicht ein bisschen sus, aber who knows. Ich würde auf jeden Fall nicht auf die Idee gekommen, diesen 100%-Knopf zu drücken und diesen Spieler bannen zu lassen. Also diesen 100%-Knopf, den wir uns vor diesem Experiment jetzt gerade ausgedacht haben, damit ihr euch da ebenfalls Gedanken drüber machen könnt. Kommen wir jetzt. So, kurze Zwischenfrage. Wer hätte schon den 100%-Knopf gedrückt bei 1 oder 2, wenn wir gerade dabei sind? Minus 2, 0. Okay, keiner schreibt 1. Also sind wir uns da, glaube ich, einig, dass da... Ja. Okay, wir machen weiter. Jetzt zum nächsten Clip. Und hier haben wir den Streamer XBlaze. Der ist auf Interchange unterwegs. Und was ihm passiert, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Also hat schon Heavy Bleed, Bein weg und er hat ein Bananenkostüm an. Auch wichtig, denn jedes Detail bei dieser Analyse ist hier sehr wichtig. Hello. Hello, Ben. Von rechts, oder? Hello. Hey, Ben. Can I have a talk? Chat, please. Hello. Just one chat, Ben. Okay, er ballert durch die Wand. Yo, 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 yo. Chat, Ben. Hello. Und geht dann down. Scum. Scum, man. Scum. Ja, wilde 50 Sekunden, sage ich mal. Und was würdet ihr? Cheater, nicht Cheater? Ist sus? Keine Frage. Ich würde halt immer noch gerne wissen, wie der Name ausschaut. Ja, boah, keine Ahnung. Vielleicht, also ich würde diesen 100%-Knopf, glaube ich, in der Situation nicht drücken. Aber ist auf jeden Fall sus, dass ich eventuell in-game reporten würde, dass wer auch immer sich da mal drüber schaut. Aber 100% würde ich das auch nicht callen. Der durch die Wand auf den Kopf bekommen, würde Cheater callen. Ja, aber auch dieses durch die Wand schießen, das geht halt durch ganz, ganz viele Materialien und durch ein paar halt nicht. Ne? Da bräuchte man jetzt halt ein bisschen Hintergrundinformationen. Wie sah der Name aus? Welches Level hatte der Boy? I don't know. Schwierig. Ist sus? Wie gesagt, ich würde in-game reporten, aber ich nicht mal da würde ich, glaube ich, diesen 100%-Button schallern. Schwierig, 100 pro an. Das war ein Shot und Kopf rot, kein Spray. Kann das kein Lucky Shot gewesen sein? Wir gucken uns das nochmal an, ey, kein Problem. Also, ne, ich möchte nochmal darauf aufmerksam machen, dass er hier schon ein Heavy Bleed und ein Black Bein hat. Wahrscheinlich hat er sich da gerade in Deckung gebracht. Vor dem Typen. Die Nate nicht präzise geworfen, hello, wo man. Er steht. Hello. Da kriegt er jetzt einen. Ja. Hey, man. Can I have a talk? Chat, please. Hello. Da kriegt er noch einen. Da kriegt er keinen. So, wieso kriegt er da jetzt keinen? Just one chat, man. So, da fightet irgendwer. Yo, 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 yo. Chat, man. Hello.
Und da kriegt er jetzt halt einen von vorne durch die Scheibe. So, das könnte jetzt auch der letzte Kill. Und das war halt auch ein kleiner Spray, ne? Das war nicht nur ein Shot. Der letzte Kill oder die letzten Shots durch die Scheibe, da könnte er schon gegenüber gestanden haben. Und wir haben es einfach nicht gehört. Und er hat ihn halt durch die Scheibe da quasi stehen sehen. Der letzte Schuss war nicht durch die Scheibe. War der durch die Wand? Weil wir machen mal auf langsam. Oh, Bro, was Beleuchtung wie im Kino? Ja, safe, Mann, Kino. Hello. Für mich sah das im Schnell aus, als würde die durch die Scheibe kommen. Ja gut, man sieht gar nicht, wo der Schuss kommt. Meinst du, der kam hier durch die Mauer so ein bisschen? Kein Glas brechen, nix, ja, hast du eigentlich recht. Aber ich glaube, das waren trotzdem. Das war nicht ein Shot, oder? Yo, 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 Chat, man, hello. Naja, das war ein Papapam. Schwierig. Also, ich glaube, ich würde den in-game reporten, ja. Aber nicht. Keinen 100% Call reinhauen. Es ist halt wirklich einfach schwierig, so, I don't know. Einer schwebt über dem Boden und wir konnten ihn nicht töten. Keine Ahnung, Mann. Habe ich noch nie gehabt selber. Scum. Scum, man. Scum. Ja, wilde 50 Sekunden, sage ich mal. Und was würdet ihr machen? Sagt ihr 100% Cheater oder habt ihr noch Zweifel? Ich würde sagen, 100%ig Cheater. Wir haben hier in einem Clip einfach 44 Sekunden lang eine Stelle, wo versucht wird, Blaze durch die Wand zu töten, ohne dass man irgendwas sieht. Es ist nicht so ein kurzer Desync, der mal eine halbe Sekunde oder eine Sekunde eben out of sync ist auf dem Server, sondern hier haben wir 44 Sekunden lang pure proof, also wirklich einen harten Beweis, dass derjenige am Cheaten ist. Und sowas... Krass, also hätte ich, also würde ich persönlich, würde ich es glaube ich nicht machen. Würde ich auch. Ich bin gerade aus dem Spiel disconnected. Ist nicht schlimm. Also ich glaube, nicht mal in der Situation hätte ich eine 100% Cheat gecallt. I don't know. Was würde ich sofort weitergeben und sagen, ja, Bruder, da gibt's für mich persönlich keinerlei Zweifel dran. Ich glaube, da wär's jetzt bei mir drauf angekommen, wie heißt der Name? Also hat der halt einen weißen Namen, der halt super komisch ist. Ich persönlich habe von diesem Tool, dass ich Leute bannen lassen kann, tatsächlich noch nie Gebrauch machen müssen. Außer habe ich Leute auf YouTube oder TikTok bannen lassen, die das gerade live gestreamt haben. Oh shit. Ansonsten habe ich das nie in Anspruch genommen und werde es auch nie in Anspruch nehmen. Ich drücke Suspected Cheat Abuse und dann kann sich BSG selber darum kümmern, ob derjenige jetzt am Cheaten ist oder nicht. Und ich will mir da kein Urteil bilden, ob da irgendwie jemand am Cheaten ist. Außer vielleicht bei so Leuten wie bei Blaze, da war das war ein bisschen too much. Da kann man sich schon sicher sein. Aber auch da, man weiß es eigentlich schon in dem Moment. So, was nehmen wir daraus mit aus dieser ganzen Sache? Es gibt genug Cheater in Tarkov. Und vielleicht gibt es auch mehr Cheater, als der Durchschnitt in anderen Spielen so ist. Tarkov ist immer noch ein Loot-Shooter und da geht es einfach um was. Wenn ihr mit eurem Gear reingeht, riskiert ihr immer Rubel, also Ingame-Währung mit eurem Gear. Und es gibt immer Leute, die einfach zu shit sind und das dann halt eben unfair anhäufen müssen. Ist es so wild, dass man am Tag viermal umgehackt wird? Nein, beim besten Willen nicht. Ich werde vielleicht im Monat zweimal umgehackt, wo ich mir sagen kann, absolut, ja okay, true. Der hat 100%ig gecheatet, brauchen wir nicht drüber reden. Alle anderen, oh, da sind 40 Desync-Tode noch dabei und weiß der Geier was. Also ja, und das ist halt das Ding, ne? Da, genau das ist das Ding. So, und alle schreien immer rum. Cheater. Für mich persönlich fühlt es sich nicht so stark an. Ne? Ist Battle Eye wirksam? Ja, es ist wirksam, aber es ist nicht super wirksam. Also es gibt schon Wege um Battle Eye herum, das ist nicht die Frage. Allerdings muss man auch ganz klar sagen,
Das werden viele von euch nicht wissen, aber in der Zeit vor BattleEye war das noch viel, viel, viel schlimmer. Ich weiß, es ist kein Balsam auf eurer Seele, aber ich habe schon ganz andere Zeiten in Tarkov miterlebt, was Cheaten angeht. Zum heutigen Zeitpunkt sind wir da wirklich super, super gut unterwegs. Geht einfach mal Counter-Strike spielen oder PUBG spielen oder sonst irgendwas. Hat er nicht gesagt! Ah! Und dann erzählt ihr nochmal, wie viele Cheater in Tarkov rumlaufen. So, und jetzt haben natürlich einige Creator schon seit mehreren Monaten diese wunderbare Idee, ein Cheat-Council zu machen, à la Overwatch zum Beispiel. Wie es in, also in Counter-Strike gibt es das Prinzip von Overwatch, dass man eine Demo anschaut und dann am Ende kann man abstimmen, ob das ein Cheater war oder nicht. Und wenn die overwhelming majority, also die überwiegende Mehrheit, sagt, ja, das war ein Cheater, dann wird derjenige gebannt. Jetzt ist es so. What? Okay, krass. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Keine Ahnung. Man bräuchte da halt einfach viel mehr Informationen, ne? Keine Ahnung, wie oft wurde dieser Account reported? So anhand von einem Clip sowas zu bewerten. Ja, auch jetzt dieser Interchange-Clip sah krass aus. Und ne, in-game hätte ich das reported, aber nicht mal da kann man zu 100%ig sagen, ist es oder ist es nicht? So, I don't know. Dass wir gerade aus diesen Clips doch sehen, dass man gar nicht sagen kann, ob es ein Cheater ist oder nicht. Außer bei dem Clip von Blaze zum Beispiel. Und da muss ich ganz klar sagen, wenn man da jetzt 25 Leute mit über 6000 Spielstunden in dieses Cheat Council reinladen würde, dann wäre die einzige Möglichkeit, wie man diese Sache gestalten kann, ist, wenn 25 Leute sagen, ja, der hat gecheatet. Wenn auch nur einer sagt, er hat Zweifel an der ganzen Sache, ob derjenige gecheatet hat oder nicht, dann darf der nicht gebannt werden, weil sonst kommt genau solche Sachen raus. Und das glaube ich nicht, dass das gewisse Streamer auf diesem Planeten eben bewerten können anhand eines Twitch-Clips oder sonst. Ich finde halt so, dieses Streamer-Ding ist sowieso immer so ein bisschen, keine Ahnung. Also klar, die meisten Streamer, gerade die, die es Vollzeit machen, haben natürlich viele Stunden auf der Uhr. Ja, heißt aber nicht, dass die krasser sind als normale Spieler, so nur weil sie halt, ja, öffentlich Tarkov spielen, so. Keine Ahnung, also Streamer würde ich dafür schon mal gar nicht nehmen. Irgendwas. Ich glaube, das funktioniert einfach nicht. Cheater müssen darüber gebannt werden, dass eben die Software gescannt wurde oder wie auch immer. Ich habe da keine Ahnung von. Ich bin auch kein Cheat-Software-Anti-Cheat-Entwickler oder sonst irgendwas. Nein. Aber ich weiß, wie halbwegs der Mensch funktioniert und da sehe ich einfach schwarz, was eure Bannen angeht. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schreibt mir gerne unten. Bruder, war übelst geil, Alter. Und ich liebe dein Gesicht und deine Standbilder. In die Kommentare, welche Clips ihr denn als super sus saht und da ihr auch Cheater gecallt hättet. Oder ob ihr da auch eher so in meinem Denken seid und sagt, ja, im Zweifel für den Angeklagten in Tarkov ist so viel kaputt. Würde mich interessieren. Wir sehen uns. Bis dann, euer Mo. Ich finde den Typen, der die ganze Zeit labert, übelst sus. Der cheatet safe. Nee, geiles Video. Also, finde ich richtig geiles Video. Hat auch jetzt Spaß gemacht beim Gucken und zu bewerten und analysieren die Clips. Die Meinungen gehen teilweise auseinander. Aber ich meine, so soll das ja auch in einem Dialog, in einer Diskussion, muss das ja auch so sein, ne? Meier. Nee, geiles Video. Schön gemacht und ich glaube, also ich bin da halt ganz klar seiner Meinung, dieses. Da dürfen nicht irgendwelche Streamer oder sonst irgendwelche Spieler über irgendwas entscheiden, sondern da sollte einfach ein BattleEye durch, keine Ahnung, wenn halt ein Account 100 Reports hat in 2 Wochen und vielleicht es Aufzeichnungen von den Spielen gibt oder irgendeinen Log oder sowas, den man sich reinziehen kann, sollte man anhand dessen bewerten, weil, keine Ahnung, in meiner Naivität stelle ich mir eventuell vor, dass solche Sachen dann irgendwie aufgezeichnet werden, dass man einmal die Sicht des Getöteten hat und des, der den tötet, also des Killers. Und anhand dessen könnte man sowas halt schon bewerten, aber ich glaube, das ist auch wieder Serverkapazität und Aufzeichnungsdings und I don't know, aber so würde ich das eher angehen. Danke für eure Aufmerksamkeit.